An dieser Stelle einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Heavy Rain in der Remastered-Fassung. In der letzten Folge haben wir uns ja mal so ein bisschen durchbehandeln lassen von unserer mittlerweile guten Bekannten und sind jetzt aber schon wieder auf dem Weg, nachdem wir aus unserer Kiste wieder eine Origami-Figur, ich glaube eine Eidechse, geholt haben. Und lassen uns einfach mal überraschen, was uns jetzt hier erwartet. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn ich sehe zu, dass ihr das wieder hinbekommt, und wenn ihr ein Sekündchen Zeit habt, lasst gerne ein Like oder vielleicht sogar ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Aus Porzellan sehen neu aus. Das hilft mir sehr. Nicht zu dem restlichen Müll. Na, schütteln wir mal. Okay. Klirr. So. So geht man mit sowas um hier. Das war schon, ja. Okay. Da haben wir noch was. Ach nee, das will nur ablegen. Nee, ich will kaputt machen. Kaputt machen will ich. Komm hier. Vielleicht ist hier irgendwas drinne. Schütteln. Ah. Da klimpert's. Und klack. Ein Schlüssel. Den nehmen wir gleich mal mit. Ein schlüsseliger Schlüssel. Der könnte zu der Tür da hinten passen. Hier sind aber so viele. Ich weiß gar nicht. Die können wir... Die können wir anscheinend nicht nutzen. Komm, Ethan. Und... Schlüssel rein. Los geht's. Ab ins Abenteuerland. Okay. Ja, das ist sehr beruhigend, diese Atmosphäre hier. Ja, denke ich mir auch gerade. Ein Tablet. Na, dann werden wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Und Video. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Alter. Na super. Finger abschneiden. Das wird ja immer geiler. Was haben wir hier? Das Ding ist doch nicht hygienisch. Okay, also wir haben eine Säge. Haben wir hier vielleicht irgendwo noch was anderes? Fuck. Fuck, 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 fuck. Muss doch nicht sein. Wir müssen das wohl mit dem Ding da machen. Na gut. Alles klar. Ich bin Papa, es geht ums Kind. Okay. Okay, okay. Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Shit. Geht nicht anders. Es geht um unser Kindelein. Es versuchen, es tun. Wir tun's. Es geht hier um unser Kind. Und ein Fingerglied ist nichts im Vergleich zu unserem Kindelein. Wenn wir es damit retten können, dann machen wir es. Genau, den kleinen Finger. Jetzt zieh's durch. Ah, toll. Controller ruckeln. Er ist noch dran. Er ist noch dran. Er ist noch nicht ab. Oh. Scheiße. Hüse.
Oh Gott! Sie hat aber nicht gesagt, unterm Tisch in der Diele. Au, 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 au. Okay, Sonnemann. Wir kriegen das irgendwie hin. Was? Nur so wenig und dafür ein Fingerglied? Oh, ihr Arschlöcher. Okay, Madison, wir kommen. Wir lassen uns wieder verarzten. Ja, jeder von uns weiß, wie es ist, sich mal den Finger geschnitten zu haben. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr säbelt ein Stückchen davon ab. Also ein ganzes Fingerglied. Oh. Errungenschaft, Metzger. Manu. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Die Geschworenen verlassen sich einfach nur auf eine gute Show. Das ist alles bei euch. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird's gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Na, Madison wird ihnen gleich helfen, du. Sie heißt doch Madison, oder? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir ihren Namen immer nicht merken. Mann, oh. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Ja, aber was wo? Was macht der bloß da drin? Okay. Auf meinen Befehl geht's los. Nee. Was haben wir denn hier? Na komm. Ich mach. Ich drück doch. Hier ist er. Na, wie oft denn noch? So. Das nächste Brett und wieder. Huch. Na, shit, doch. Willst du mich verarschen? Ich hab doch die Kontrolle auf die Seite. Heftig muss man das denn immer machen. Ja, komm, das reicht. Und wieder. Ups. Na? Scheiße. Es ist zu hoch. Oh, toll, das merkst du jetzt erst, ja? Nachdem ich hier das halbe Haus eingerissen habe, merkst du, das ist zu hoch. Tolle Wurst. Was ist denn das? Ah, guck mal hier, Kiste. Ah, Kisten. Zugriff auf meinen Befehl. Nein, noch nicht. Sie bleiben hier, Jane. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff.
Oh, jetzt aber. Schieb. Oh, jetzt tu doch mal nicht so. Los, hier entlang. Na, schnell jetzt. Schneller. Ja. Zugriff auf sein Kommando. Eigentlich hätte man noch, wäre man schon längst drinne. Er macht erstmal ein Kaffeebäuschen. Kann ich verstehen. Oh, ein Kaffee wäre gut. Ja, damit ihr heute Abend was zu gucken habt, nehme ich hier gerade um 4 Uhr früh auf. Ich schieße. Beeilung. Schnell. Ich kann nicht. Hände hoch. Oh, Scheiße. So. Ein Mann und eine Frau kamen aus der Gasse. Scheiße. Die ist doch vorhin rein. Alle Mann runter. Ja, ja. Vorhin ist rein. Jetzt ist sie wieder raus. Die U-Bahn. Ja, das wird funktionieren. Ganz bestimmt. Ist ja nicht so, dass sie ein Motorrad hat. Ach, naja, die sind ja auf der anderen Seite raus. Ethan, du musst schon mal ein bisschen mehr mithelfen. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Das hat aber funktioniert. Ethan, jetzt reißt sich zusammen. Ethan, was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, sie kommen. Ja, wo lang denn jetzt? Goldene Mitte. The Hill West. Reservoir Road. Guck mal, da ist grün. Long. Und wir sind durch. Vorsicht. Ja, Vorsicht. Das heißt immer noch, du Wichserin. Oder? Ja, in der Menge ballern. Ja klar, gute Idee. Das fällt auch nur den absoluten Profis ein. Straßenbahn? Quatsch, U-Bahn? Auf die Schienen? Okay. Okay, die ist gerade weggefahren. Oh. Oh. Oh oh. Spiel abgekackt. Moment. So, da sind wir wieder, nachdem das Spiel abgekackt ist. Okay. Also, wir sollen hier runter auf die Schienen. Dann machen wir das. Schnell, Ethan, schnell. Die erwischt uns gleich. Na komm, mach mal inne. Ja, schön rüber auf die andere Seite. Hoch da. Schön, das ist, juckt keine Sau, ne? Ist ja so ganz normal. Juckt nicht. Das ist unsere einzige Chance, Ethan. Na dann jetzt auf. Wir müssen in die Bahn. Auf in die Bahn. Also, sie stöhnt ein bisschen zu viel, also. Bisschen übertrieben. Sie sind weg. Wir sind Versager. Nein. Mann, no. Errungenschaft. Flüchtlinge. Flüchtling. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Ihr Arschlöcher, ihr habt doch gar keine Beweise dafür. Niemand würde so eine Meldung rausgeben. Solange keine Beweise sind. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Alles klar, ich könnte auch einen Naturjoghurt vertragen. Also mal was richtig Heftiges. Verfolgt.
Sie sind mir gefolgt. Ich wollte es wissen. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Na, ich bastle halt sind gern. Sind Sie der Killer, Ethan? Trennen. Ausweichen. Anvertrauen. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Wäre ein schlechter Anfang. Ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Ja, gute Idee, Ethan. Echt gute Idee. So macht man das. Gehen wir jetzt wieder zu der Kiste, ja? Oh, warte mal, kann ich vielleicht kommen hier ein Schlückchen Bier? Es ist nie verkehrt. Ja, gucken wir mal aus dem Fenster. Gibt's nichts zu sehen. Wieder der Gang zur... Mann, no! Steuerung! Auf zur Kiste. Was haben wir denn noch? Was? Ich kann es nicht erkennen, was das sein soll. Wir werden es nie rauskriegen. Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Schicken Sie ein Bild, holen Sie sich Ihre Belohnung. Oh. Naja, ich sag mal so, in so einer Situation, es kommt drauf an, was für ein Mensch es ist. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Es kommt immer nur drauf an, wer es ist. Gut, Freunde. Aber an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.